Hallihallo, Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein Video der etwas anderen Art. Leider habe ich schlechte Nachrichten. Ich stehe hier auch heute nicht als Survival Martin, sondern tatsächlich als Martin als Privatperson. Es ist was passiert, was mich tatsächlich in meinen Grundkern erschüttert hat und was man einfach nicht mal seinem ärgsten Feind wünscht. Ich spreche heute ganz offen und ehrlich mit euch. Das Camp, das Shelter und der Bunker müssen abgerissen werden. Der Rückbau ist jetzt amtlich. Ich habe quasi Post bekommen vom örtlichen Bauamt und das hat mir auferlegt, den Bunker sowie das Shelter und alles, was dazugehört, zurückzubauen, abzureißen, weil ich keine Baugenehmigung habe. Und das Ganze natürlich innerhalb einer befristeten Zeit. Und ich habe jetzt wenige Wochen, um das umzusetzen. Das ist natürlich absoluter harter Tobak und ich habe damit jetzt gerade echt zu kämpfen und muss mir halt schnellstmöglich Gedanken machen. Jetzt haben wir aber natürlich das grundlegende Problem, dass wir nicht in Polen, wie ich es damals erzählt habe, sind, sondern tatsächlich in Deutschland. Und in der deutschen bürokratischen Wüste ist es halt so, dass man nichts darf ohne irgendwelche Genehmigungen. Jetzt werden viele sagen, ja Martin, bist du denn ein bisschen doof? Ist ja klar, dass das jetzt passiert und ich will euch da mal ganz kurz mit abholen und euch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Wir haben damals angefangen, ein Projekt auf die Beine zu stellen. Es war immer so ein Kindheitstraum zu gucken, kann man so einen Bunker selber bauen? Ihr habt sie gesehen, die Videos. Ich habe halt angefangen, ein Loch zu graben, eine Bodenplatte zu gießen und. Aber auch damals wusste ich schon, dass es einfach baurechtlich dafür keine Genehmigung gibt. Selbst wenn ich es versucht hätte, einen Bauantrag zu stellen für dieses Projekt, hätte es quasi zu keiner Genehmigung geführt. Denn für einen Bunker oder ein Shelter, was man so aus dem Boden stampft, gibt es einfach keine Genehmigung. Das heißt also, wir wussten ab Tag 1, es kann jederzeit sein, dass jemand sagt, du Martin, das geht so nicht, bitte lass das oder baue es zurück. Und deshalb auch die große Geheimnistuerei darum, wo sich das befindet. Was machen wir da? Also, tut mir leid, Leute, ich bin halt auch innerlich komplett angeschlagen. Mir geht es halt tatsächlich körperlich auch schlecht durch diese ganze Situation. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt euren Traum verwirklicht, ihr habt etwas auf die Beine gestellt und jetzt sagt jemand zu euch, ey, das muss weg. Du musst alles wieder abreißen. Mal abgesehen vom finanziellen Schaden ist es halt auch einfach ein emotionaler und halt auch, psychisch einfach eine absolut krasse Belastung. Aber fangen wir mal von vorne an. Ja, wie ist dieses Shelter eigentlich entstanden? Eigentlich aus einer Notsituation heraus, weil wir den Bunker gebaut haben und uns dachten, ey, wir haben keine Lust, immer im Dreck zu schlafen. Haben wir uns gesagt, okay, pass auf, wir bauen uns einen kleinen Unterschlupf, wo wir halt drin übernächtigen können, beziehungsweise uns unterstellen können, wenn es halt schüttet wie aus Eimern. Das war der Grundgedanke vom Shelter. Dass das natürlich irgendwann so endet, war mir auch nicht klar. Also das war jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt hier einen Raubbau bauen oder irgendwelche illegalen Bauten aufstellen, damit wir hier, ne, und so weiter. Darum ging es nie. Es war einfach, das Projekt ist halt im Fluss gewesen und dadurch sind halt viele Sachen entstanden. Ihr kennt die Videos, ihr wisst, wie das hier zustande gekommen ist, wie wir angefangen haben mit so einem T-Rex-Gehege. Hier standen halt einfach nur ein paar Pfeiler und eine Plane über das Dach. Und das war's. Und auch damals war es halt so, dass uns klar war, dass das halt alles nicht genehmigt ist. Aber wie gesagt haben, okay, es ist ja ein Projekt, wo wir gucken wollen, kann man oder kann man nicht? Heute und hier können wir sagen, ja, es hat geklappt. Trotzdem blutet mir das Herz, jetzt zu wissen, das war's. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben damals einen Hehl drum gemacht. Wo ist das? Warum erzählst du mir, dass das in Polen ist? Aus der ganz einfachen Situation heraus, wo wir heute stehen. Damit das, was heute passiert ist, nicht passiert. Aber es ist trotzdem passiert. Es war so, dass irgendwann im Netz öffentlich getan, also es kam irgendwann raus, wo ich mich befinde, dass wir nicht in Polen sind. Und dann wurde natürlich versucht, mir da Schaden zuzufügen. Wer genau das war, wird noch ermittelt. Aber grundlegend tut das auch nichts zur Sache, weil ich stehe ja hier heute, um euch einfach abzuholen, zu sagen, okay, genau aus dem Grund machen wir das. Deshalb sagen wir oft nicht die richtigen und wichtigen Informationen, wo wir uns befinden und so weiter. Das muss halt einfach unter der Hand bleiben, damit halt erstmal der Schutz des Projekts, damit wir das halt verwirklichen können und damit wir halt auch einen Zeitvorsprung kriegen, dass wir halt das umsetzen können. Natürlich war uns von Anfang an klar, dass es ein Spiel auf Zeit ist, denn wir haben nun mal Regeln und Gesetze, an die müssen wir uns halten. Auch ich halte mich daran. In dem Falle war es halt so, es gab einfach keine andere Möglichkeit. Wir hätten einen Antrag stellen können für etwas, was keine Genehmigung gibt. Dann hätten wir gar nicht erst anfangen können und hätten halt nichts umsetzen können. Ich will hier niemanden ankreien. Ich will auch nicht das Gefühl geben, so böses Bauamt. Nein, die sind ja, die haben ihre Berechtigung, die sind auch wichtig. Also lernt quasi am besten hier schon aus meinen Fehlern und sagt, okay, das, was man denen da gemacht hat, war nicht richtig. Deshalb werde ich auch alles daran setzen, alles zurückzubauen, alles wieder auf Ursprung zu bringen. Das ist der Vorteil beim Shelter, haben wir halt auch aktiv darauf geachtet, dass halt nur natürliche Materialien benutzt worden sind. Also das kann man alles wieder zurücksetzen quasi in den Zustand. Beim Bunker ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch da haben wir Mittel und Wege, das zu machen. Also zeigt nicht mit dem Zeigefinger auf mich, haben wir dir ja gesagt, haha, selber schuld. Das weiß ich alleine. Trotzdem tut es mir in der Seele weh und trotzdem stehe ich als Mensch, der einfach jetzt Herzschmerz hat, weil er einen Lebenstraum, den er verwirklicht hat, abreißen muss.
So, und ich weiß, vielleicht gibt es da draußen Leute, die haben Erfahrung damit, die wissen, wie schwierig es ist, in Deutschland überhaupt irgendwelche Genehmigungen für irgendwas zu bekommen. Deshalb habt Nachsehen, lernt aus meinen Fehlern und ja, vielleicht hat das auch was Gutes. Ich bin immer so, ich versuche immer, life is a learning, sage ich immer gerne, und halt auch aus meinen Fehlern zu lernen. Ganz ehrlich, die ganze Zeit war die Hoffnung ein Begleiter, dass irgendjemand sagt am Ende, ja, wir lassen das als Filmkulisse stehen, weil wir wohnen ja hier nicht, wir leben ja hier nicht, wir machen ja jetzt hier keine Ferien oder weiß ich was, sondern das ist ja eine reine Content-Grube gewesen. Und ja, tatsächlich war ich der naiven Einstellung auch irgendwann so nach so einer gewissen Zeit zu sagen, oh, wäre doch einfach schön, wenn es einfach so bleiben könnte. Einfach die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wir haben gelernt, sie stirbt. Und das tut sie gerade. Und weil natürlich nicht nur der Aufbau Geld kostet, sondern jetzt natürlich auch eine große Summe auf mich zukommt für den Rückbau, bin ich natürlich ultra stolz und froh, dass ich einen guten Sponsor an meiner Seite habe, auch schon über sehr lange Zeit jetzt, seit letztem Jahr. Und das ist YFood. Wer ist YFood und was macht YFood? Ich habe bei mir im Regal immer vollwertige Trinkmahlzeiten zu stehen, denn wir haben es oft erlebt bei den Projekten, wenn wir körperlich anstrengend gearbeitet haben, war der Kopf in kürzester Zeit komplett leer. Du hast dich abgeschlagen und schlapp gefühlt. Und dann bist du auch nicht mehr in der Lage oder möchtest nicht mehr groß kochen oder irgendwas auf die Beine stellen. Und hier hast du die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit deinen Energiehaushalt wieder aufzuladen. Über 26 Vitamine, Ballaststoffe, laktosefrei, glutenfrei, ohne Zuckerzusatz. Und was noch viel wichtiger ist bei der Geschichte, es schmeckt einfach unglaublich gut. Und das könnt ihr mir ruhig glauben. Ich brauche das jetzt, ich merke das. Ich pfeife mir jetzt so ein Ding ein und dann werde ich gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Ach, ganz wichtig, wenn ihr natürlich sagt, okay, hey Martin, wir unterstützen dich auch beim Rückbau und bei allen nächsten kommenden Projekten, dann gerne in der Beschreibung gucken, erster Link. Martin-YouTube ist der Code, damit sparst du 10% und unterstützt mich halt damit. Ich würde mich ultra freuen. Erster Link in der Beschreibung. Und auch nochmal einen dicken Gruß an YFood. Vielen lieben Dank, dass ihr mir so treu quasi zur Seite steht, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich finde gerade, es ist eine sehr, sehr schlechte Zeit. Aber auch die schaffen wir und darauf erstmal Prost. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe jeden einzelnen Stamm, jedes einzelne Stück Holz, jeden Nagel, jedes Brett, jeden Zentimeter Sand mit meinen eigenen Händen bewegt, habe mir einen Traum erfüllt, habe quasi, stellt euch vor, ihr habt euer Haus gebaut, mit der Community, mit euch zusammen, mit meinen Freunden, mit dem Team, was unglaublich gewachsen ist dadurch. Es sind Freundschaften entstanden, es waren Abende hier nach schwerer Arbeit, die wir hier verbracht haben und einfach auch stolz so ein Stück weit sind. Also es geht nicht darum zu sagen, rumzuheulen, ich habe einen Fehler gemacht oder die anderen sind schuld. Nein, es geht einfach darum, dass die Vorstellung, dass ihr das mit euren eigenen Händen, was ihr geschaffen habt, jetzt euch weggenommen wird. Und das ist das, was mir so unglaublich wehtut und ja, diesen Schmerz verursacht. Ich glaube, das macht allen nochmal deutlich, warum ich hier stehe und so niedergeschlagen bin. Die ganzen Livestreams, die wir hier gemacht haben zusammen, was wir ausprobiert haben, was wir gekocht haben, was wir zerschossen haben, was wir auch alles gemacht haben. Und ja, 4 Jahre ist eine lange Zeit und über 4 Jahre habt ihr mich dabei begleitet oder beglitten? Nein. Ja, also das ist schon alles gut, so wie es ist. Klar, es ist eine Menge Geld, aber es hat halt auch für uns und für euch unglaublich viel Content und ja, Horizonterweiterung. Ich meine, das hätte niemand für möglich gehalten, dass das einfach machbar ist. Wir haben angefangen einfach mit Bäumen aus dem Wald, die wir übereinander gestapelt haben. Das war ja der Grundgedanke. Und wir können gerne nochmal zum Bunker gehen. Da war das exakt genau dasselbe. Und der Bunker ist von hier aus nur ja, ein Steinwurf. Also ich denke mal so, keine Ahnung, 5 Meter. Nee, 10. Ich gehe mal hier hoch. Der ganz wichtige Punkt dabei ist, da haben wir das gute Stück, hier ist er, ist es natürlich auch genau aus solchen Gründen halt auch immerhin weiterhin bei mir auf dem Kanal Werbung geben wird. Nicht, weil es darum geht, schnell die Tasche voll zu kriegen und irgendwann mal in Rente zu gehen, sondern einfach Lebensträume, Ideen, Versuche umzusetzen. Und das haben wir halt gezeigt mit dem Bunker und halt auch mit dem Shelter. Und ja, das soll euch eigentlich nur zeigen, dass ich jetzt hier nicht rumjammer, weil ich bin jetzt arm oder ich habe jetzt kein Geld. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass hier finanzielle Einbußen stattfinden, sondern nur, dass für euch auch klar ist, dass sowas normal nicht machbar ist, wenn man nicht quasi Sponsoren oder halt Werbepartner hat. Und das war auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil das ganze Geld, was jetzt hier reingeflossen ist und auch ins Shelter geflossen ist, ist weg. Davon, das ist quasi, ja, nichts mehr da. Weg. Empty. Und ich sag euch, wie es ist. So eine Entsorgung von so einem Bunker, da mache ich mich auch noch schlau,
weiß ich, kostet richtig Geld, weil wir müssen hier alles wieder zurückbauen. Das heißt, wir müssen auch die verschiedenen Materialien wieder trennen. Das wird eine Mammutaufgabe. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt und mich dabei begleiten wollt und vielleicht sogar ein Stück weit damit auch was lernen wollt, ey, komm, dann Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video, weil dann geht's ans Eingemachte. Wir müssen uns darum kümmern, dass das so schnell wie möglich vernünftig und halt auch nach sämtlichen Vorschriften zurückgebaut wird. Wir können jetzt nicht einfach hier zum Beispiel aufmachen und Erde reinschütten oder sowas oder hier einfach einen Bagger nehmen, einfach das Ding einreißen und dann ist das Ding erledigt. Nein, es muss tatsächlich alles wieder so hergestellt werden, wie vorher war. Und das ist meine große Aufgabe und das nehme ich mir auch sehr ernst. Das nehme ich sehr ernst und das nehme ich mir auch zu Herzen und das wird halt auch genauso umgesetzt. Schweren Herzens. Und das sage ich euch, wie es ist. Das ist nicht... Also ich wusste, irgendwann kann es passieren, dass es so heftig ist und dass es mich so trifft. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das ist halt mit der Hoffnung. Ne? Man hofft die ganze Zeit, ey, wir wollen doch niemandem was Böses, sondern wir wollten eigentlich nur Content und kreativ sein. Also wirklich, ja, was Tolles schaffen. Eine schöne Zeit, gute Videos und ja. Ich denke, das haben wir bis heute geschafft. Ihr seid jetzt live dabei, wie eine Ära, eine Zeit zu Ende geht, die geprägt war von Blut, Schweiß und Tränen. Das kann ich euch sagen. Es hat mich viele Rückenschmerzen gekostet, viele Ibuprofen. Aber wo ein Ende ist, ist meistens auch irgendwo ein Anfang. Und wenn eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf. Also das ist der Punkt. Und da seid ihr jetzt gefragt. Ich suche quasi einen nächsten Ort, Camp 2.0. Und da habe ich eine E-Mail-Adresse eingerichtet, da könnt ihr mir gerne schreiben. Hier unten auch nochmal eingeblendet. Schreibt mir, wenn ihr im Umkreis von Berlin-Brandenburg ein Grundstück kennt, das zu verkaufen ist oder zu mieten ist, wo man halt neue Projekte umsetzen kann. Und vielleicht sogar auf normalem, legalen Weg, richtig mit Genehmigung, mit Baugenehmigung. Wir werden wahrscheinlich irgendwas probieren, ausprobieren, einfach auf einem neuen Level. Wir gehen einfach noch einen Next Step nach oben. Alles so richtig, wie es nur geht. Und das wäre natürlich der absolute Hammer. Wenn das aus einem Ende quasi was Neues entspringen kann und dann fangen wir halt komplett neu an und lassen uns da komplett freie Hand. Alles so, wie es sich gehört, mit Baugenehmigung, mit Zusagen, mit keine Ahnung. Und das würde mich freuen, wenn ihr da jemanden kennt oder ihr kennt über Ecken irgendjemanden. Dann ey, ohne Scheiß, ich hau noch einen Finderlohn raus. Ich will halt alle Stränge abreißen, die es irgendwie geht. 1000 Euro hau ich raus und Meet and Greet, da, wo es dann losgeht. Camp 2.0. Also wenn ihr irgendjemanden kennt, jemanden kennt, oder ihr selber sogar, dann hier einfach in die E-Mail-Adresse. Ich würde mich ultra freuen, denn ich will ja jetzt nicht aufhören. Ich will jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ich will halt wieder neuen Spirit, neu angreifen und jetzt halt auf den richtigen Weg. Halt auch mal gucken, was ist möglich, wenn man halt Genehmigung beantragt? Was passiert dabei? So, das ist ja auch spannend zu sehen. Ist es denn in Deutschland möglich? Wir kriegen es raus und ich würde mich freuen, wenn wir zusammen weitermachen. Wenn du es nicht verpassen willst, Kanal abonnieren. Ja. Und seht es mir nach, dass ich halt jetzt nicht so aufgedreht war, weil das halt einfach emotional eine absolute Katastrophe für mich gerade ist. Ich habe jetzt zu tun, ich muss jetzt tatsächlich mich ranhalten, dass ich jetzt in den nächsten Wochen das Ding hier quasi wieder zurückbaue. Macht's gut, ich hab euch lieb, euer Survival Money.